Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ich habe diese Folge schon einmal aufgenommen, weil ich ein bisschen rumgetestet habe mit dem neuen Rechner, mit den Möglichkeiten, die sich mir bieten. Und als ich dachte, ich hätte eine gute Möglichkeit gefunden, in WQHD und 60 FPS aufzunehmen, habe ich das mal eine Folge lang gemacht und habe gesehen, ne, so gut war es gar nicht. Jetzt hoffe ich, dass ich eine bessere Lösung gefunden habe und dass wir tatsächlich die krasseste Qualitätssteigerung auf meinem Channel aller Zeiten erleben. Und zwar von Full HD 30 FPS auf WQHD 60 FPS. Ich bin sehr gespannt, ob das alles so funktioniert. Ich habe vielleicht noch ein, zwei Optimierungsmöglichkeiten, aber in den Testaufnahmen, ich habe immer so ein, zwei Minütchen mal so Test aufgenommen, bin rumgesprungen, habe rumgeballert, habe irgendwie grelle Farben gesucht und habe geguckt, was macht die GPU, was macht die CPU, halt so ein bisschen das Ganze gemonitort. Das sah alles ganz gut aus und deshalb probieren wir das jetzt einfach mal. Wir aktivieren mal das Alien-Gerät. Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Okay, nach einer Glyphe suchen, die Sie scannen können. Ich weiß jetzt, wo die Glyphe ist, ja. Aber erstmal ist hier hinten noch eine Kiste, ein Behälter, eine Kiste. Universalgehbehälter, gib her. Das beweist übrigens und zeigt mir, dass dieser Kistenloot absolut random Loot ist. Das ist ja wieder ein Thema, wo ich bestimmt noch das ein oder andere Mal im Spiel drüber reden werde. Ich muss hier Alter, ich muss auf diese Kiste. So. Und dann kommen wir nämlich hier hoch im Optimalfall. Es ist rutschig, aber der Blick ist großartig. Ja, es ist... Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Ich hab doch keine Ahnung. BioWare war ja bei Dragon Age Inquisition genauso, dass wir Random Loot hatten. Und naja, ich bin ja da nicht so begeistert von. Wir scannen erstmal diese Geräte. Sehr professionell für einen Bergungsgutsammler. Wer studiert diesen Ort sonst noch? Das ist eine sehr gute Frage. Initiative Überwachungsausrüstung. Ein kürzlich zusammengebautes Überwachungsgerät, das ferngesteuert wird und ein aktives Signal erzeugt. Steht hier das Gleiche? Ja. Das Gute ist, das gibt alles Forschungsdaten. Mit denen können wir uns dann später tolle Sachen kaufen. Ich glaube, Baupläne und sowas. Und dieses Wum nervt ein bisschen. Ich hoffe, die Soundeinstellungen sind okay. Wie gesagt, neues System. Ich muss da alles neu machen. Wie immer, wenn ich zu leise bin, wenn ich zu laut bin, wenn Spiel zu leise ist, wenn Spiel zu laut bin, haut es einfach in die Kommentare. Ich lese das und guck dann mal, ob sich da was machen lässt oder ob ich das genauso sehe wie ihr. Ich glaube, das genügt. Okay, unbekannte Glyphe. 37% Binärcode, 21% unbekannter Datentyp, 19% EEG, analoge Basislinie. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Analyse. Diese Glyphe bildet wahrscheinlich einen Teil einer Aliensprache oder eines Codes. Code. So, mal gucken. Gibt's Fallschaden? Ich fange das lieber mal ab mit dem Jetpack. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir interfacen. Auf geht's. Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Okay, das System wird instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Der Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuche es mal. Nein! Hallo? Hoch mit Ihnen! Sofort! Wow, ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit.
Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben. Aber Sie müssen das Programm durchlaufen lassen. Ich stoße Sie nicht weg. Es wird funktionieren. Glauben Sie mir. Ich weiß, ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte Sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber Sie sind real, hm? So, wir spielen hier nach dem aktuellen Patch 1.05. Das heißt, die Gesichtsanimationen sind etwas verbessert worden. Wir haben eben schon gesehen, dass die Lippensynchronität nicht verbessert wurde. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch durch die neuen Gesichtsanimationen etwas asynchron geworden und da konnte dann erstmal noch nicht wieder dran gearbeitet werden. Ich habe keine Ahnung. Außerdem sind ein paar Komfort-Patches eingebaut worden, sage ich mal. Man kann hier jetzt offensichtlich mit den Zahlentasten antworten und man kann auch beim Scannen der Planeten irgendwie oder beim Reisen zwischen den Planeten die Zwischensequenzen überspringen, die ich noch ganz cool fand. Aber natürlich habt ihr auch unter die Folge geschrieben, dass mir das irgendwann auch auf den Geist geht, was ja auch vollkommen normal ist. Aber anfänglich ist das ganz cool. Und jetzt, was mit Ihnen? Sind Sie denn real? Sie wollten mir doch sagen, wer Sie sind. Möglicherweise die Lösung für all Ihre Probleme. Oh oh. Na, sieh mal einer an. Ach so. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh Mist. Butz. Weggeputzt. Ich kenne diese Dinger. Von Habitat 7. Später. Jo. Schalten Sie sie erstmal aus. Behalten Sie den im Visier. Die hey. Machen kleine Bots. Vielen Dank für welche Gerechtigkeit. Ich liebe diesen Tour. Habe ich jetzt gerade Wetter eine reingepunzt? Hallo, wo ist er denn? Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assembler-Bots. Das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als Phoebe auch besser. Mein Name ist als Phoebe auch besser? Ist der Satz richtig? Okay, freut mich auf jeden Fall, Sie kennenzulernen, Phoebe. Danke für Ihre Hilfe mit diesen Dingern. Ich bin Ryder. Sie sind mir ein Rätsel. Ich studiere diese Glyphen seit Monaten. Sie kommen an und puff, gelöst. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pinkt er die anderen an. Wenn Sie die ebenfalls aufwecken, führen Sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Das klingt doch eigentlich ganz genau nach dem, was wir wollen. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar, aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Hier, nehmen Sie meine NAV-Punkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Okay, wir haben Phoebe kennengelernt. Phoebe war, glaube ich, der erste Charakter für Andromeda, der geleakt wurde, beziehungsweise der preisgegeben wurde. Ich weiß gar nicht, ob er geleakt wurde oder ob er offiziell von BioWare tatsächlich angekündigt wurde. Auf jeden Fall ist Phoebe eine Asari, die, keine Ahnung, schwarze... sich eine Zorro-Maske aufs Gesicht gemalt. Ich weiß gar nicht, ob es gemalt ist. Ich denke, so Sachen, wie ich BioWare kenne, werden wir im Laufe des Spiels noch erfahren. Ich sehe hier in den Zwischensequenzen, dass die Grafikkarte ab und zu mal an ihre Grenzen stößt. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht
Ich muss mal gucken. Wir machen jetzt. Sie haben ungenutzte Forschungsdaten. Begeben Sie sich zu einer Forschungsstation, um neue Projekte freizuschalten. Ich glaube, ich mache die Tutorials dann irgendwann nochmal aus, dass mir das nicht immer wieder ständig eingeblendet wird. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, beim Erkunden der Welt. Ihr habt gesagt, habt ihr natürlich vollkommen recht. Ich muss mehr Open World denken. Dieses schlauchige Denken aus Mass Effect 1 bis 3 ist nicht mehr angebracht. Es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt mehr zu erkunden und ich hoffe, dass ich mich da irgendwann dran gewöhnen werde. Und jetzt quatschen wir erst nochmal mit... Ich will immer Phoebe sagen, aber es ist Phoebe. Faszinierend, hm? Sind Dinge wie diese auch für Sie der Grund, morgens aus dem Bett zu steigen? Nee, eher mein Pflichtgefühl. Wobei eigentlich ist so Erforschung auch schon ganz cool. Komm, unbedingt. Das ist auch, wir sind wieder zwei Extreme. Entweder nur mein Pflichtgefühl, alles andere interessiert mich nicht, oder unbedingt nur das gilt. Alien-Geheimnisse auf feindlichen Welten lüften? Da fragen Sie noch? Ha, eine Frau nach meinem Geschmack. Oh, Phoebe. Folgen Sie meinen Nav-Punkten und ergründen Sie die Monolithen. Dann bekommen wir beide Antworten. Wieso kann Phoebe hier eigentlich ohne Helm atmen? Ah ne, wir sind ja in einer sicheren Zone, das könnten wir ja auch. So, Phoebe, dann legen wir mal los. Wie sind Sie hierher gekommen? Nach dem, was mit den Außenposten geschehen ist, hätte ich nicht erwartet, hier noch auf irgendjemanden zu treffen. Ich hatte eine Mitfluggelegenheit und musste den Flugplan ein wenig frisieren. Die Nexus wollte niemanden mehr riskieren. Oder damit niemand sieht, wie schlimm es hier wirklich war. Ja, es war traurig, aber es gibt hier noch so viel mehr. Und einige von uns wollen es finden. Wir sind doch nicht so weit gereist, um einfach nur rumzusitzen und nichts zu tun. Ja, immer mit der Ruhe. Ich bin am Überlegen, ob ich das nicht doch lieber wieder mit der Maus bediene, damit ihr seht, was ich anklicke, weil ich das ja nicht immer vorlese, weil ja der Hauptcharakter eben vertont ist. Könnt ihr ja mal unter die Folge schreiben, wie euch das am liebsten ist. Ob ich das, für mich ist es natürlich ein bisschen angenehmer, das mit den Zahltasten zu bedienen. Auf der anderen Seite ist es aber auch kein Problem, wenn ich das weiter mit der Maus mache. Könnt ihr einfach mal eure Meinung zu preisgeben, was ihr so meint, was cooler ist. Ist Phoebe ein typischer Asari-Name? Ich habe ihn in meiner Zeit als Jägerin nie gehört. Oh, Sie wissen also ein paar Dinge. Schön für Sie. Ich weiß dafür andere Dinge. Es ist einfach ein Name. Er klingt gut, er ist schön kurz und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Okay, so gereizt wie sie darauf reagiert, könnte ich mir vorstellen, dass das im Laufe des Spiels, des Let's Plays, auf jeden Fall nochmal Thema wird. Die Bots, denen wir begegnen, sie hatten einen Namen dafür? Irgendwie musste ich sie ja nennen. Die Beobachter fliegen herum und observieren jeden, der diese Tech berührt. Die Assembler stellen andere Relikte her. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht mit Fertigungswerkzeugen oder 3D-Druck. Und Brecher zerstören alles, was ihnen nicht gefällt. Also uns. Leicht zu merken. Okay. Wir hoffen, diese Technologie kann die Atmosphäre umwandeln und EOS bewohnbar machen. Halten Sie das für möglich? Klar doch. Vielleicht. Möglicherweise. Diese Tech ist so neu. Ich meine, für uns. Hier ist sie alt. Wer weiß schon, wozu sie fähig ist. Wie alt genau ist sie? Sie war jahrhundertelang inaktiv. Was vermutlich gar nicht so alt ist. Aber lange genug, dass die Bedingungen total den Bach runtergehen konnten, falls das alles wirklich zusammenhängt. Okay. Haben außer ihm noch andere Leute ihr Lager auf EOS aufgeschlagen? Da wären die Cat, Clancys Bergungstrupp und ein zorniger alter Mann. Von wem reden Sie? Sagen wir, er ist hier, um Cat zu erledigen. Und es ist ihm egal, wessen Geräte er dabei zertrampelt. Gut. Dann sage ich mal tschüss. Okay, ich mache mich dann mal auf den Weg. Sehr gut. Es gibt so viel zu entdecken. Fangen wir damit an. Auf jeden Fall. Ich denke, diesen alten Mann, von dem gerade die Rede war, dem werden wir auch irgendwann noch begegnen. Ich sehe in den Zwischensequenzen oder in den Gesprächen immer, dass die Grafikkarte da am Limit arbeitet. Ich werde mal im Auge behalten, wie das bei den Kämpfen ist. Im Zweifel müssen wir uns da was einfallen lassen. Jetzt lade ich aber hier erstmal mit dem Scanner durch, denn hier ist ein Shuttle. Hey, Phoebe. Sind Sie mit diesem Shuttle hier?
Es gibt kaum andere Methoden, um von der Nexus hierher zu kommen. Vorsicht, ich habe einige interessante Funde da drin. Komme ich da rein? Konnte ich hier gerade... Achso, mit Vetra wahrscheinlich quatschen. Ne, rein kommen wir da nicht. Aber wir müssen nochmal nach hier. Pathfinder. Eine weitere verstorbene Kolonistin. Wenn Sie mir den Namen geben, aktualisiere ich die Unterlagen und kennzeichne den Leichnam für eine Bergung. Jo, Lexi, machen wir. Aventi Tegan C. Die Strahlung hat sie getötet. Todesursache Strahlungskrankheit nach Exposition. DNA stimmt überein mit Initiativemitglied Tegan C. Aventi. Ja, wie viele Leichen werden wir wohl noch finden? Auf unserem Weg. Wo ist denn eigentlich Brumbrum? Wo ist Brumbrum? Wo haben wir geparkt? Wo habe ich geparkt? Hier haben wir geparkt. Hier ist wieder so eine komische Anomalie. Es gibt so viel, was noch zu klären ist. Also ich habe die Steuerung des Nomad ein bisschen weniger sensitiv gestaltet. Ich muss das aber, glaube ich, noch ein bisschen zurückstellen. Können wir das mal eben schnell machen? Einstellungen, eine Steuerung, Fahrzeug. Die Mausempfindlichkeit beim Fahrzeug, die stelle ich auch mal ein bisschen runter. Das muss ja halbwegs passen. Holy. Ich probiere das mal so. Ja, wollen wir. Achso, Tab beendet ja gleich alles direkt. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Deutlich besser. Deutlichst besser. Was ist da los? Aussteigen mal was. Ich weiß, hier ist Dings und Bums und hast du nicht gesehen? Oh, können wir? Das sind Relikte! Putz! 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 Yo! Da sind Relikte! Shit! Holy crap! Was da gerade passiert? Können wir die hierher locken? Vielleicht in die sichere Zone? Das wäre ganz nice. Naja, die kommen aber nicht. Okay. Ein paar haben wir aber schon reingerichtet. Da waren aber auch wieder Hundis. Elende Hundis. War gerade unser Leben leer, weil wegen Strahlung? Ich weiß nicht, ich habe nicht auf unsere Lebensanzeige geachtet. Was ist denn, wenn ich jetzt aussteige? Ja, nee, die Schilde waren einfach nur alle. Die Schilde waren... Ich will den Nomad bewaffnen. Den kann man bestimmt bewaffnen. Ich will das Ding bewaffnen. Ekliger Kackhund. Was willst du denn? Ja, ich snipere wieder im Nahkampf rum. Ihr wisst doch, das kann ich besonders gut. So, geht denn unsere Lebenserhaltung im Fahrzeug wieder hoch? Sehr gut.
Kinders, ihr geht mir auf die Ketten. Netter Schuss! Yo Mann, ich kann Käfer erschießen, weil ich der Coolste bin. Gute Arbeit. Unsichtbares Hundi. Don't like unsichtbares Hundi. Ich meine, die Geisel hat dieses Relikt erwischt. Die Gegner, diese Gegner sind mit Abstand, oh, jetzt habe ich gescannt und nicht vorgelesen, sind mit Abstand das Nervigste, was ich jemals erlebt habe. Schuppenfasern. Okay. Reliktpolymer, anorganisches Schmiermittel. Ich habe jetzt während des Kampfes, weil ich so ja, in eben solchen vertieft war, gar nicht drauf geachtet, was die Grafikkarte gemacht hat. So, aber hier, das hätten wir mal geklärt. Alter, was ist denn mit euch los? Was? Beruhig dich. Bitte beruhigen Sie sich. So, wir gehen zurück ins Autochen und machen an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Ich sage bis hierhin, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.